Herzlich willkommen im Zen Garden Paraguay. Und heute ein Extra-Video, einen Tiefbrunnen bohren. Das ist eine der Aktivitäten gewesen, die in den vergangenen Wochen parallel passiert ist zum Bautagebuch, aber es war nicht das Hauptaugenmerk. Und wie ich ja auch schon erwähnt hatte in den Bautagebüchern, solche Aktivitäten, die zusammenhängend sind, haben wir uns aufgehoben und machen immer ein kleines Extra-Video. Und genau das ist es heute. Eine Kleinigkeit nur, das gleichfolgende Video, wo ich Ihnen zeige vor Ort, wie alles aussieht, der Wind ist leider ein klein wenig stärker gewesen und dementsprechend sind auf der Tonspur ein paar Nebengeräusche. Und da, wo die Nebengeräusche nicht zu stark waren, haben wir den Originalton gelassen. Und da, wo der Wind einfach zu stark war und fast lauter als die Sprache, da habe ich dann nochmal für Sie nachvertont. Und jetzt geht's auch gleich los. Willkommen im Zen Garden Paraguay und heute ein kleiner Ausflug zu unserem Brunnen. Das heißt, ich werde gleich ein paar Fotos zeigen, wie der Brunnen gebaut wurde und hier ist das fast das finale Ergebnis. Und zwar der Brunnen wird mit der Pumpe versenkt. Das heißt, wir sehen hier, das wird am Ende die Höhe sein vom Zen Garden, wo die gesamte Wiese und auch die Häuser dann angepasst werden. Im Moment sieht man, dass das Gelände noch etwas uneben ist. Das werden wir nivellieren, sodass hier wirklich eine ebene Fläche entstehen wird. So, und jetzt werde ich auch ein bisschen sportlich. Und zwar, auf den Fotos hat man es zwar schon gesehen, aber... So, und jetzt mache ich einfach mal die Türe auf. Und Sie sehen, auf dieser Seite ist es noch leer. Hier fehlt noch die Pumpe. Aber der wichtigste Teil, den sehen Sie jetzt hier, der ist natürlich schon da, und zwar... die Bohrung nach unten. Wir sind bei etwa 104 Meter gelandet und unten ist ja auch nochmal eine Pumpe, um das Wasser nach oben zu drücken. Ja, dann werden, wenn die Pumpe kommt, werden auch noch die notwendigen Wasserrohre verlegt. Das heißt, in dem Fall ist es nur ein Anschluss, das heißt, ein Wasserrohr kommt noch hinzu. Mit der Pumpe ist dann auch gleich alles einsatzbereit und wir gehen davon aus, dass das bereits in den nächsten 2 Wochen sein wird. Aus unserer Sicht, das Gute an dieser Lösung ist, dass die Pumpe nicht hier oben zu sehen ist. Das heißt, dass sie schön aufgeräumt unter der Erde ist und nicht irgendwie den Blick verschandelt. Und jetzt ein paar Bilder, wie das Ganze aufgebaut wurde. Ja, hier sehen Sie schon, wie am ersten Tag die Brunnenbohrer ankamen und angefangen haben, natürlich dementsprechend die Bohrstelle zu prüfen, alles dementsprechend vorzubereiten, eben auch dieses Gestell aufzubauen. Hier sieht man schön, sie haben natürlich gleich mit ihrem eigenen LKW dementsprechend alles mitgebracht, war ziemlich viel und die Maschinen und alles wurde dementsprechend ausgeladen und aufgebaut. Hier sehen Sie die Rohre, die dann in die Erde hinunter eingeführt werden. Und wo dann später eben auch das Wasser nach oben transportiert wird. Hier sieht man schon, wo alles aufgebaut war und die Maschine angefangen hat, nach unten zu bohren und rechts in dem blauen, ja in der kleinen blauen Badewanne eben auch das Wasser, was dann schon rauskommt. Sie sehen, wenig später, das Wasser kam sehr, sehr schlammig. Natürlich kommt es am Anfang raus, das ist ganz normal, während nach unten gebohrt wird. Und hier sehen Sie auch nochmal, wie das Bohrloch dann selber aussieht, eben auch mit dem blauen Rohr nach unten. Und das Rohr war in diesem Fall, ist natürlich schon dann 108 Meter, glaube ich, sind es am Ende geworden, in die Erde hineingeführt worden. Und hier sieht man noch, dass am Anfang, wenn dann die Bohrung fertig ist und das Wasser eben sehr schlammig ist, aber eben die richtige Tiefe bereits erreicht wurde, dass eine Zeit lang eben hier Wasser gefördert wird, einfach damit dieser Schlamm sich, ja, dass der entfernt wird, dass der sich legt und das Wasser dann eben sauber rauskommt. Hier sieht man die andere Seite, das schlammige Wasser wird ganz einfach auf die Straße abgeleitet. Wie gesagt, es ist herrlich klares Brunnenwasser, mit Ausnahme des Schlamms, der gerade drin ist, und das Wasser versickert und ja, da wird nichts verschmutzt, das ist, ja, viele Tiere, wenn es dann sauberer wird, Katzen, Hunde, die ab und zu vorbeikommen, genießen es dann auch oder auch Vögel und trinken sogar daraus. Aber wie gesagt, solange es so schlammig ist, natürlich nicht.
ja, nachdem dann das Wasser klar wurde, ist das Ganze abgebaut worden. Und am Ende sieht es dann, nachdem gebohrt wurde, tatsächlich nur so aus. Da schaut das Rohr oben raus, oben ist noch ein Abschlusselement drauf und das war's. Und hier sehen Sie nochmal ein Bild, ein bisschen weiter weg, ein paar Meter. Der Brunnen oder das Rohr des Tiefbrunnens. Und es wird natürlich jetzt dann auch eine Pumpe oben benötigt. Und die Pumpe benötigt Strom. Und genau den Strom müssen wir natürlich auch noch hinlegen. Und genau hier sehen Sie die Vorarbeiten. Vorne im Bild sehen Sie in der Erde bereits ausgehoben einen Leerschacht. Da kommt auch ein Leerrohr dann rein. Und durch dieses Leerrohr wird hierher der Strom geführt. Und ja, wird dann am Ende, und das sehen wir gleich auf den nächsten Bildern, wird dann auch mit dem Brunnen oder mit der Pumpe, die am Brunnen dann installiert wird, verbunden. Dazu wird jetzt natürlich im nächsten Schritt, muss erstmal ein Platz gefunden werden, wo kommt denn die Pumpe hin? Und wie Sie es vorhin schon im Video gesehen haben, wir haben uns entschlossen, dass die Pumpe versenkt wird. Das heißt, das Ganze ist dann unter der Erde und hier wird dementsprechend ausgehoben, dass wir genügend Platz haben, eben die Pumpe direkt neben dem Tiefbrunnen, neben dem Brunnenrohr zu versenken. Nachdem das Loch dann ausgehoben ist, wird ein Fundament gegossen. Das sehen Sie hier. Und gleich im nächsten Bild auf das Fundament oder um das Fundament herum wird natürlich das Loch dann dementsprechend mit einer Wand geschützt. Die wird hochgeziegelt, wie Sie es hier sehen. Nochmal von einem anderen Blickwinkel aus. Und verputzt wird das Ganze auch noch. Und Sie sehen hier am Ende sieht es dann so aus. Muss natürlich noch ein bisschen Erde dazu. Und natürlich fehlt noch ein Deckel, der das Ganze dann eben schützt, dass niemand reinfällt. Ja, dazu haben wir dann diese Türe, diese Bodentüre gekauft. Hier sehen Sie, wie diese Bodentüre dann erstmal, wo sie dann geliefert wurde, erstmal aufgelegt wurde. Man hat dementsprechend gesehen, wo muss im Rahmen, also im Mauerwerk, dementsprechend noch verbessert werden, damit eben diese Türe wunderbar ins Mauerwerk hinein versenkt werden kann. Ja, und nachdem das dann gemacht wurde, diese kleinen Anpassungen, sehen Sie hier, wie das Ganze dann heute am Ende aussieht. Die Bodenklappe, wenn man nicht weiß, was drunter ist, und hier sehen Sie, wie es dann heute aussieht, genau wie Sie es vorhin schon am Video gesehen haben, die Bodenklappe, wo im Moment nur das Rohr, das Brunnenrohr nach unten drin ist, aber eben auch genügend Platz für die Pumpe, die, wenn sie in den nächsten ein, zwei Wochen geliefert wird, hier mit angeschlossen wird. Ja, falls jemand jetzt auch dann sich fragt, wie kommt denn das Wasser dann irgendwo hin? Was im Moment auch noch fehlt, sind die Wasserrohre. Die werden dann, wenn die Pumpe kommt, die Pumpe wird eingebaut und parallel dazu wird der Wasseranschluss, das Wasserrohr, verlegt. Im Moment ist nur das Stromrohr im Brunnen. Ich hoffe, der kleine Ausflug hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer ZenGarden-Team.